Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play The Sinking City. Alter, Shadow kotzt mich ein bisschen an. Ich benutze ja Shadow Gaming. Und seit neuestem habe ich da oben, wie ihr gerade gesehen habt, immer dieses Overlay. Und das geht auch nicht mehr weg. Das kann man auch nicht deaktivieren. Und ich kann jetzt auch nicht mehr, wenn ich in Shadow drin bin, die Aufnahme starten mit meinem Hotkey. Dazu muss ich immer aus dem Fenster rausgehen. Also wer das geupdatet hat, wer auch immer die Idee hatte, richtig scheiße. Entschuldigung, richtig scheiße. So, liebe Freunde, in der letzten Folge haben wir Kapitän Sanders gefunden im Krankenhaus. Ich muss gerade mal gucken. Wo war denn das gleich nochmal? Ja, wir sind ja auch schon wieder, ich hatte eigentlich gespeichert im Krankenhaus, aber wir wurden hier auch wieder eiskalt rausgesetzt irgendwo hin. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Alter, ich laufe ja schon wieder ganz falsch. Aber ist ja auch egal, ich muss ja nicht ins Krankenhaus. Was muss ich denn machen? Wir gucken mal gerade in die Fallmappe. Kapitän Sanders Aussage. Sanders erzählte mir, dass die Expedition an mehreren Stellen auf Tauchgang ging. Was auch immer das jetzt war. Um den Meeresgrund zu untersuchen. Die Koordinaten könnten im Logbuch des Schiffes stehen. Sanders hatte es bei sich, als er ins Krankenhaus kam. Kann sich, sich jedoch nur noch an den Operationssaal erinnern. Danach war es weg. An der letzten Position entdeckten die Wissenschaftler am Meeresgrund Risse. Etwas Schreckliches muss dort unten geschehen sein. Und die Mannschaft hatte nach der Rettung von Albert Throckmorton so viel Angst, dass sie meuterte. Die anderen Expeditionsteilnehmer wurden bei den Rissen unter Wasser zurückgelassen. Fabrik für Taucherzubehör. Kapitän Sanders Mannschaft hatte ihre Taucheranzüge aus einer Fabrik für Taucherzubehör in der C. Smith Avenue zwischen der Levy Coffin Avenue und der Deep Shore Road im westlichen Teil des Bezirks Grimhaven Bay. Okay, das heißt, wir müssen uns Taucherausrüstung auf jeden Fall besorgen und das Logbuch. Was haben wir hier noch? Instruktion für die Bedürftigen. Genau, das haben wir noch gefunden. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wir hatten doch auch noch so Nebenfälle, genau hier, ganz viele sogar. Ich muss gerade mal gucken. Ich wollte aber jetzt erst nochmal wegen dem Logbuch im Krankenhaus nachfragen. Warum sind hier noch keine... Warum ist das weiß? Ich hatte doch... Hatte ich da nicht alle Beweise für schon gefunden? Da muss ich jetzt nochmal Beweise sammeln. Guten Tag. Die Schwester macht Raucherpause, ist im Krankenhaus und auch im Pflegeheim gang und gäbe. Jetzt schauen wir mal. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten mehr. Operationssaal. Haben die hier so einen Operationssaal? Wo geht's denn hier hin? Klares Wasser. Logbuch der Titania. Wir haben es gefunden, Mensch. Ischenfalls. Mannschaft klagt über Geräusche und Schlaflosigkeit. Fische seltsam. 22. März erreichte den ... oder das oder was auch immer. Mannschaft hat Halluzination. 23. März gab Rum aus, sollte sie ablenken. 23. März. Fanden unter Wasser Hohlraum mit Sauerstoff nahe Felsriff Devil's Teeth unweit der Stadt. Wissenschaftler entdeckten uralte Mauern, forderten Kisten mit Ausrüstung an. 24. März schickte Tate und Myers nach unten, nachdem niemand aufgetaucht war. 24. März kamen nur mit Albert Throckmorton zurück. Ist völlig wahnsinnig. 24. März Mannschaft setzte Albert in Rettungsboot, wollte eingreifen, es kam zur Meuterei. Neue Hinweise, Logbuch der Titania, letzte Tauchstelle der Expedition. Alle Hinweise gefunden, jetzt haben wir alle Hinweise gefunden, sehr schön. Was ist denn hier? Nehmen wir ein bisschen Leiche mit, Junge? Ach ja, ich kann ja mehr nicht tragen, ich muss, kann ich das nicht irgendwie... Keine Wissenspunkte gerade. Ein gewöhnlicher Verbandskasten der Armee mit Verbandszeug und einer Dosis eines starken Schmerzmittels.
Antipsychotikum, eine Dosis eines starken Antipsychotikums, um Herr seiner Sinne zu bleiben, wenn man es am dringendsten braucht. Über die Nebenwirkungen sollte man sich besser keine Gedanken machen. Jo. Aber warum kann ich... Wie kann ich das denn... Ich will noch mehr mitnehmen. Da muss ich wahrscheinlich... Logbuch der Titania haben wir hier. Da muss ich hin. Das ist die nächste Quest. Das haben wir gelesen. Das auch. Gedankenspiele haben wir jetzt. Verwundeter Seemann. Die Seemänner auf der Titania griffen sich gegenseitig an. Der einzige Überlebende hat eine schwere Schulterverletzung. Kapitän Sanders erzählte mir, dass seine Mannschaft nach Beginn der Expedition den Verstand verloren hat. Nur Albert wurde gerettet, die Mannschaft meuterte und zwang ihn aus Angst vor seinem Wahnsinn an Bord zu gehen. Was ist das zusammen? Verbrannte Dokumente der Expedition. Innsmouth verwüsteten das Hauptquartier der Expedition. Sie verbrannten das Archiv und selbst die Zeitungen. Vorkommnisse auf der Titania. Die Mannschaft der Titania war verrückt geworden und es kam deswegen zu einem Massaker am Hafen. Ja, okay. Das passt aber nicht zusammen. Aber das habe ich ja schon ewig hier. Die verbrannten Dokumente der Expedition. Fehlt mir da noch ein Hinweis oder was? Damit kann ich jetzt aber noch nichts machen, kann noch nichts herleiten. Aber es wurde auf jeden Fall gespeichert. Hört sie auf! Wie die alle stolpern. Erst und zweiter Stock Patienten, genau, bla bla bla. Ach du Scheiße, ey. Stell dir mal vor, ihr werdet hier operiert, ey. Oh. Nehmen Sie die Sachen vom Patienten und bringen Sie sie in den Lagerraum. Ah, okay. Junge. Schon wieder besoffen. Da wissen wir dann auch, dass das Buch hier liegt. Aber wir haben es ja schon gefunden. Das heißt, wir können wieder... Was ist hier eigentlich? Wir können wieder hochgehen. So, können wir noch mit ihm was reden? Sich auf. Nö. Wir haben keine freien Betten mehr. Alles klar, okay. Oh, ich würde so gerne in so eine Karre einsteigen. Die sehen so cool aus. Wir könnten jetzt theoretisch zum Taucherzubehör gehen und uns was holen. Ich würde aber ganz gerne auch mal diese kleinen Nebenfälle anfangen. Da haben wir nämlich ganz schön viele. Brief aus Oakmont. Wir sind gerade in Grimhaven Bay, ist das richtig? Ne, wir sind in Coverside. Okay, dann gucke ich mal eben nach irgendwas, was sich in Coverside abgespielt hat. Old Grove. The Shells. Im östlichen Teil des Bezirks Reed Heights. Zum Beispiel in der Küche. Reed Heights. Advent. Reed Heights. Alter, gibt's hier nichts mit Coverside? Grimhaven Bay, da können wir noch hin. Im westlichen Teil Coverside. Okay. Na, der Kreuzung Tanner Street und Old Church Road. Im westlichen Teil. Old Church Road haben wir hier. Wo ist jetzt die Tanner Street? Na, der Kreuzung Tanner Street und Old Church Road.
sie denn hier? Ich sehe die Tanner Street nicht irgendwie. Church Road, Asher Road, Freedom Avenue, Roosevelt Street, Hubbard Avenue. Aber ich sehe Tanner nicht irgendwie. Hä, bin ich jetzt bescheuert? Old Church Road sehe ich. Ich verläuft hier. Ach, hier. Ah, Alter, alles klar. Hier so. Oh, da müssen wir aber ein ganz schönes Stück. Kann ich mir da eine Markierung setzen? Interessanter Ort, Schatz. Blockierter Weg. Ach, und da haben wir hier die... Ah, okay, verstehe. Genau. Und da müssen wir jetzt hin. Jetzt gucke ich nochmal auf der Karte. Am besten geradeaus links und geradeaus durch. Ja, okay. So tun wir das. Ich bin ja echt gespannt. Guten Tag, guten Tag. Hallo, guten Tag. So, hier komme ich aber nicht durch, ne? Nee, komme ich irgendwie rum? Ah. Junge, Junge. Oakmont ist schon echt ein geiles Städtchen. So, da können wir schon wieder raushüppen. Alter, ist so krass hier, ne? Automatisch gespeichert. Yep. Wir sind allein, 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 allein. Was hast du hiermit? Haben Sie ein Problem? Alter, es ist eine Puppe, oder? Es ist eine Puppe. Alter. Macht mich schon wieder fertig hier alles. Bin ich noch richtig? Ja, wir sind gleich da, Freunde. Der hat auch Puppen mit. Oder eine Puppe. Rüber. So, jetzt gucken wir mal. So, hier müssten wir doch eigentlich... Nee, warte mal. Doch. Doch, doch, wir sind richtig. Na, der Kreuzung Tanner Street und Old Church Road. Was? Befallenes Gebiet? Ach, das hier. Ist hier ein bewohntes Haus? Ich lese mir nochmal den Artikel durch, beziehungsweise das Tagebuch. Fallmappe, Brief aus Oakmont. Mir war plötzlich schwindelig und ich hatte einen bittersüßen Geschmack im Mund. Dann sah ich eine nett aussehende Frau, die mir etwas zu trinken gab und etwas zuflüsterte. Plötzlich schlief ich ein und lag dann stundenlang wie ein Landstreicher im Dreck. Ein Wunder, dass ich nicht bestohlen wurde. Ah, der Kreuzung. Ja, auf der Straße oder was? Muss ich mich jetzt hier auf der Straße umgucken? Oh, fuck, die Viecher. Ah, shit, ah, hell no. Warte mal, nachladen. Komm her, Junge. Komm her. Zack. Was ist das denn?
Fuck! Junge, das Vieh frisst ja Munition. Fuck. Scheiße, ich. Scheiße. Was das? Hä? Was, Junge, der steht wieder auf? Nein, oh fuck, okay. Okay, ich bin, glaube ich, gerade richtig mitgenommen. Medikit. Ja, nimm mal das. Ich muss mal kurz abhauen gerade. Ist gerade ein bisschen schummrig. Nimm doch mal das. Wie kann ich das jetzt nehmen? Hallo? Ach so. So. Psychisch bin ich immer noch ein bisschen im Arsch. Anscheinend. Aber das lädt sich ja wieder auf. Muss ich da durch? Ich weiß es gar nicht, Freunde. Ich schaue mich hier nochmal um. Ist klar, was machst du da, Junge? Hier geht das Wasser schon wieder los. Das muss doch hier irgendwo sein, sag mal. Tanner Street und Old Church Road. Oh! Upsala! Es muss hier irgendwo sein. Ich laufe jetzt hier nochmal die Straßen ab, gucke mir nochmal die Türen an, ob irgendwo ein H zu finden ist. Also der Buchstabe. Er hat ja gesagt, er ist auf der Straße eingepennt. Kleiner romantischer Park. Automatisches Speichern. Was ist das? Oh! So eine Schatten. Alter. Ja gut. Ist auch eine Schweine, ist auch nur ein Park, oder? Oh, ist schon cool. Ist hier so? Boah, verlassenes Riesenrad, Junge. Erinnert so ein bisschen an Fukushima. Fukushima. Ich bin ja schon wieder voll weggerannt jetzt. Ich muss ja wieder zurück. So, na gut, ich weiß nicht, ob ich da. Ich glaube, ich muss da rein, aber ich bin mir echt nicht sicher. Und nicht, dass ich da. Warum speichert der hier immer automatisch? Hier ist aber auch nirgendwo ein Haar an der Tür. Und jetzt sind wir von der Kreuzung mal wieder entfernt. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ins Maul. Alter. Holy shit, der sieht schon ein bisschen. Ein Sack über dem Kopf, geil. Guten Tag, Officer. Junge, Junge, was geht hier bloß ab? Aber das bedeutet doch nur, dass da befallenes Gebiet ist. Jo, die. Ich wollte schon sagen. Was muss ich denn jetzt hier tun? Wo muss ich hin? Fallmappe.
Heute bin ich auf der Straße eingeschlafen. Ich bin mir sicher, es hatte etwas mit meinen Visionen zu tun, da ich wieder von einer Vision von Übelkeit und Kopfschmerzen geplagt wurde. Es passierte nahe der Kreuzung Tanner Street und Old Church Road im westlichen Teil des Bezirks Coverside. Mir war plötzlich schwindelig und ich hatte einen bittersüßen Geschmack im Mund. Dann sah ich eine nett aussehende Frau, die mir etwas zu trinken gab und etwas zuflüsterte. Plötzlich schlief ich ein und lag dann stundenlang wie ein Landstreicher im Dreck. Ein Wunder, dass ich nicht bestohlen wurde. Das ist doch die Kreuzung hier. Es gibt doch keine andere mit der Straßenbezeichnung. Das ist die Tanner Street, das ist die Old Church Road. Die geht ja auch nur hier lang. So, hier so. Check ich nicht. Soll ich jetzt hier irgendwo auf der Straße gucken? Soll ich irgendwo in ein Haus reingehen? Ich verstehe das nicht. Mann. Der muss doch hier irgendwo gelegen haben. Ich gucke jetzt einfach mal alles ab. Das kann ja auch nicht so weit entfernt sein von der Kreuzung, verdammt nochmal. Alter, es ist schon wieder 20 Minuten rum und nichts geschafft, ey. Aber was soll ich machen? Soll ich hier reingehen? Ich weiß was, ich renne jetzt einfach mal durch. Einfach nur durchrennen. Boah, Alter! Kommt denn da für eine dicke... Oh, was kommt denn hier alles raus? Hallöchen! Na jetzt aber schnell fort. Puh. Bin ich schon raus? Weiß ich gar nicht. Bin ich raus? Oh nein, ich bin noch nicht. Oh nein. Oh nein! Komm ich nicht mehr raus? Wo bin ich jetzt? Doch, ich bin raus. Aber jetzt laufe ich schon wieder... Oh Mann. Oder komme ich nicht durch? Okay, das heißt, ich muss wieder zurück. Hier scheint es auf jeden Fall nicht zu sein. Alkoholfedern, haben wir ja ganz schön was mitgenommen. Nice. Uah. Die geht weg. So. Ich, keine Ahnung, Freunde. Ich weiß nicht, wo ich hier suchen muss. Lag irgendwo im Dreck. Der muss irgendwo auf der Straße gelegen haben. Aber wo? Gibt's da nicht irgendwie einen Tipp, Alter? Hinweise anheften. Brauchen wir ja nicht Space auf Karte setzen. Ja, und was haben wir hier? Ach, das gleiche nochmal. Ich kapiere es nicht. Helft mir bitte. Lassen Sie das. Hören Sie auf. Helft mir. Ich suche meinen Fall. Was ist hier? Ach, cool. Gar nichts. Ey, es ist doch nicht wahr.
Ich war. Alter, ganz ehrlich, ist mir zu blöd. Ich gehe dann wieder. Ey, die geben nicht mal so einen minimalen Tipp, wo es sein könnte. Nahe der Kreuzung, ja. Tanner Street, Old Church Road. Hier vielleicht irgendwo. Ach, sorry. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sorry. Finde ich nicht. Ist mir jetzt auch egal. Ey, ganz ehrlich. Soll sich da... Wonach... So, haben wir sonst noch was? Fallmappe. Geil, Alter. Nix geschafft, die Folge. Sonst noch irgendwas mit Coverside. Salvation Haber. Im östlichen Teil des Bezirks Coverside. Ist natürlich wieder auf der ganz anderen Seite. Das ist auch irgendwie so, du kannst ja auch mit nichts interagieren. Du kannst einfach nur durch die Stadt laufen. Wer seid ihr? Kann ich euch rammen? Ich ramm die mal. Ah, geht ja nicht mal. Du kannst ja mit nichts interagieren. Du läufst ja einfach nur durch, fertig. Gehst du den Punkten, wo du hin musst, aber mehr kannst du ja nicht machen. Ist ein bisschen schade. Mir gewünscht, dass man so vielleicht zwischendurch mal irgendwie mit jemandem quatschen kann. Und ständig automatisches Speichern. Ständig. Du weißt nicht warum. Warum wird automatisch gespeichert? So, wo sind wir jetzt? Bin ich einmal rumgefahren. Geil. Kein Plan hier, ich geh mal. Nee, Quatsch. Tanner. Ups. Tanner Street ist. Hier? Das ist die Tanner Street. Hier gibt's aber nichts. Kein Haar auf den Türen. Oder ist das die Tanner Street? Das hier. Ach so. Da muss ich da echt rein? Aber dann muss der ja relativ hier... vielleicht. Alter, ich kann hier einen Haufen Zeug einsammeln, aber ich... Alter. Was ist das für ein fetter Jürgen? Oh shit, meine Psyche geht flöten. Versteht ihr mich, Freunde? Was soll ich hier tun? Komm hier nirgendwo rein. Nirgendwo ein Hinweis. Nur ein dicker Jürgen.
Alter, und ich habe noch 4 Schuss, Alter. Ich habe voll die Munition verbraten. Das war so dumm. Aber... Nö, weiter gehe ich nicht. Das ist sinnlos. Hören Sie auf! Ach, ins Maul. Hier, kein... Freunde, die Zeit ist auch schon rum. Geil, wir haben nichts geschafft. Wir haben das Logbuch gefunden. Und das war's. Tut mir leid, Freunde, aber... Ich hab keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. In der nächsten Folge gehen wir dann mal und gucken uns noch ein bisschen die anderen Sachen an. Die Hauptquest auf jeden Fall. Aber sowas ist... Keine Ahnung. Ich check's nicht. Du hast keine Anhaltspunkte hier. Du weißt hier bei der Kreuzung, ja, und das war's. Geil. Nirgendwo ein Haar auf den Türen. Du kannst nirgendwo rein. Was soll ich machen, Alter? Hier nirgendwo, du kannst nirgendwo reingehen. Machen Sie das nicht nochmal! So, und das ist schon nicht mehr nahe der Kreuzung. Ich kann hier auf den Park gucken. Beziehungsweise im Park. Hier macht er ja immer automatisches Speichern. Ist das hier irgendwo? Irgendwo im Wasser oder... Keine Ahnung. Geil, jetzt komm... Geil. Geil, ich komm nicht mehr hoch. Ein Traum. Oh, herrlich. Okay, ich schwimme noch schnell an Land. In der nächsten Folge gucke ich dann hier nochmal und wenn ich dann nichts finde, dann... So, wir verlieren Leben, wie es aussieht, weil wir von... Geil... Weißt du was? Sterbe ich hier halt. Wurde ja automatisch gespeichert im Park. Dann sehen wir uns in der nächsten... Ja, also sauf ruhig, ey, du Spasti, ey. Mein Powerblick werde ich ja auch nichts finden. Ja, ist ja auch egal. Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play The Sinking City. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Okay, wir sind hier. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, liebe Freunde. Shadow. Warum macht ihr das? Tschüss.